Ansichten und Einsichten aus der chemischen Industrie in Baden-Württemberg. Aus dem Glashaus. Ressourceneffizienz ist für die chemisch-pharmazeutische Industrie ein Thema, das unmittelbar mit der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und Betriebe zu tun hat. Deshalb beteiligen sich die Verbände der chemischen Industrie Baden-Württemberg auch am diesjährigen Landeskongress der Ressourceneffizienz, der am 25. und 26. September in Karlsruhe stattfindet. Die chemisch-pharmazeutische Industrie wird auch in diesem Jahr dort im Mittelpunkt stehen. Unser Wettbewerb Delta E, der sich an die Ausbildungsabteilungen unserer Betriebe gerichtet hat, wird prämiert, und zwar durch den Ministerpräsidenten höchstpersönlich. Ich bin schon sehr gespannt über die Preisträger und freue mich für Sie. Bitte kommen Sie zu diesem Kongress, melden Sie sich online an, Sie werden ein Highlight erleben. Ressourceneffizienz steht aber auch im Zusammenhang mit unserer gemeinsamen Nachhaltigkeitsinitiative Chemie hoch 3, die in Baden-Württemberg in diesem Herbst regional weiter umgesetzt wird. Wir bereiten dort verschiedene Maßnahmen vor, die auch zu Veranstaltungen führen. Wir werden Sie darüber auch in Verbandsinformationen weiter informiert halten. Kommen Sie nach Karlsruhe und lassen Sie uns gemeinsam für die chemische Industrie unsere Sieger des Wettbewerbs Delta E feiern.